Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar fragen wir mal die Leute hier in Köln, wer ist denn Deutschlands heißester YouTuber? Wer ist der attraktivste? Ich bin wirklich sehr gespannt. Aber bevor es jetzt losgeht, endlich mal wieder so ein kleines Gewinnspiel. Grüße gehen raus an die Jungs von AMA Studios. Ihr habt die Möglichkeit, die gesamte Black-Kollektion zu gewinnen im Wert von 170 Euro. Drei Leute von euch haben die Möglichkeit, das Ganze zu gewinnen. Was müsst ihr tun? Kommentar schreiben und AMA Studios selbstverständlich auf Instagram folgen. Ist verlinkt unten in der Infobox. Wir gehen jetzt mal los. Wer ist denn der heißeste YouTuber Deutschlands? Mit wem würden die Kölnerinnen denn am liebsten ins Bett gehen? Mein Name ist Marc Eggers, Danny hinter der Kamera. Wir starten jetzt. Let's go. Schaut ihr YouTube? Ja. Was würdet ihr sagen? Wer ist der schönste YouTuber aus ganz Deutschland? Oh Gott, hier die Wolter-Zwillinge. Wolter-Zwillinge? Ich mache übrigens auch seit einigen Jahren YouTube. Okay, wie heißt du? Ich heiße Marc Eggers. Das steht sogar drauf, ja. Wer ist der heißeste YouTuber? Marc Eggers. Was würdest du denn sagen jetzt mal tatsächlich von den Leuten, die du guckst? Oder doch nur bei Pornhub unterwegs? Du hast gesagt, die Wolters. Die Wolters sind die einzigen, die ich gucke. Sind denn die Wolters? Worldwide Wohnzimmer. Ach, Worldwide Wohnzimmer. Ach, stimmt, die mich noch nie eingeladen haben. Ja, ja, klar. Die Wolters. Ja, Grüße gehen raus. Dann ist das eure Meinung. Du guckst mich irgendwie gerade zu verliebt an. Ich war ja der heißeste. Einfach durchs Bild gehen, gar kein Thema. Ja, ja, perfekt. Oh, Bubble Tea? Ja. Weil der so schön bubbelt. Ja. Du hast hier was am Zahn noch. Ich mach das mal weg bei deiner Freundin, weil jetzt ist YouTube. Krieg ich wieder die Nachrichten, ich hatte was am Zahn, schneid mich raus. So, guck mal, jetzt grinsen. Ich guck mal kurz weg. Mir ist das wichtig, dass meine Gäste in den Videos auch gut aussehen. So, bekommt ihr das hin? Das ist eine halbe Zahn-OP jetzt, Alice. Zeig mal, Onkel Marc guckt. Komm, wir lassen es, sieht keiner. Wer ist für euch der schönste YouTuber Deutschlands? Erik Walter. Zeddo. Wie heißt der? Zeddo. Zeddo, grüße ihn raus. Ich habe gesehen, der reagiert auch ab und zu mal auf meine Umfrage. Wenn er jetzt darauf reagiert, wird er sich freuen, dass er genannt wurde. Er ist der Schönste? Ja. Die Freundin ist die Mutige. Schaust du Schwester, YouTube? Schwester, aber ja. Schwester, echt? Ja. Du bist rothaarig und deine Schwester Blondine? Ja, es ist keiner bei mir in der Familie rothaarig. Ach krass. Ich kenne keinen YouTuber. Guckst gar nichts? Nee. Was guckst du so? Nur Instagram oder so. Also jetzt gar nicht so YouTube-mäßig. Wer ist der schönste Instagrammer? Den Namen will ich eigentlich nicht nennen. Flüster mir mal ins Ohr. Tim Schäger. Einer von den Elevator Boys? Ja. Ja, warum denn auch nicht? Wie alt bist du denn? 21. Ja, da kann man die doch mal mögen. Da gehen die Grüße mal raus. Die Jungs sehen natürlich alle echt gleich aus. Nein, Spaß. Nein, ja, nein, nein. Doch. Schon. Nein. Seid ihr sicher, du hast rote Haare und sie? Ja. Frag nochmal zu Hause nach. Haben wir schon öfters. Wirklich? Ja, ja. War nicht der Postbote. Auf jeden Fall vielleicht die immer so mit dem Zocken Minecraft spielen. Ach, mit dem Zocken, so Gamer. Ah, ja. Streamer. Trimax. Ja. Revi Inside. Der, nee, der ist es. Nee. Mit den blonden Haaren, nee. Könnte meine Freundin mit dem lieben Danny. Ein erotisches Abenteuer, ich kann das arrangieren. Ja, das kriegen wir hin. Sehr voll cool. Dann geht ihr beide jetzt einmal kurz zu Karstadt hoch in die Kabine und ich drehe mein Video alleine weiter. Leute, kauft alle sein Produkt, bestes Haarprodukt ever, wirklich. Wer ist der schönste deutsche YouTuber? Kanyavi, Laser Luca, Concrafter. Oh. Das kam wie aus der Pistole geschossen. Laser Luca. Ja. Eine dieser FIFA-Fußballer. Nee, Eli Geller. Das ist eigentlich hart. Ja? Ja, ja. Der macht so FIFA-Content und so. Nicht schon wieder. Nee, nee. Heute nicht. Schaust du YouTube-Videos? Ja. Wer ist für dich der schönste YouTuber? Du. Also es geht ums Aussehen. Die Elevator Boys, tatsächlich. Elevator Boys. Ja. Welcher von den Elevator Boys? Jakob. Jakob. Gut, kennen wir doch alle. Jakob, Bene. Luis. Brian. Tim, AJ. Tim. Kevin. Und Julian. Bam. Perfekt. Oh. They see me rolling. They hating. Oh. Wer würdet ihr sagen, ist der schönste deutsche YouTuber? Keine Ahnung. Keine Ahnung, keiner hübsch? Ich guck nicht so viele. Nee, ich auch nicht. So männliche. Mehr weibliche? Ja. Der schönste Instagrammer. Komm, auf Instagram folgt dir doch schon mal irgendeinen so hübschen Cute-Boy. Oh, wollen wir mal dein Handy nehmen und mal reingucken, wen du folgst? Ah, guck mal, jetzt ist jemand mutig. Da gucken wir jetzt noch mal rein. Oh, Kai, ne? Kai, hier. Dann schreiben wir denen jetzt mal eine Nachricht. Hey Kai, hier ist der Marc. Ich wollte nur ganz liebe Grüße ausrichten. Ich habe hier zwei nette Mädels, die würden dich gerne mal kennenlernen. Ich habe mich schon mal gefragt, wie sieht es eigentlich aus, wenn man so ein TikTok-Video mitten in der Öffentlichkeit dreht? Und da hinten kann man sehen, einfach mal direkt vorm Apple Store. Alles, was ich brauche, ist der Bayerische Trip. Mir ist ja schon unangenehm, die Leute zu fragen. Jetzt wird es nämlich mal seriös. RTL 2, Eggers mein Name. Und zwar, wie geht's Ihnen? Gut, danke. Schauen Sie auch mal was im Internet an und ich meine jetzt nicht ja. ab 18, ja, nicht die ab 18 Filme. Ach so, okay, nein, aber ich bin viel im Internet. Viel im Internet unterwegs, auch mal auf YouTube unterwegs? Auch, ja. Was wäre so denn da der attraktivste YouTuber, den Sie sich so anschauen? So jemand, der mal echt gut aussieht. Also an sich sowas von meiner Tochter, die schickt mir dann immer Links und ich gucke weiter. Wissen Sie? Meine Tochter ist 25, ich glaube Knossi ist unter anderem dabei. Ah, nee, es geht um die Optik heute. Ach, mal, ja. So, um die Optik. Ich finde, die Brille würde zu meinem Mikrofon passen. Ja, super. Pink ist meine Farbe. Soll ich die mal aufsetzen? Bitte. Ja, ich nehme die mal ganz kurz.
Sie sehen aber gar nichts mehr, ne? Das ist ja, oha. Wie sieht's aus? Einmal Daumen nach oben. Ist es das? Ist es die Nummer, die wir jetzt in Zukunft machen werden? Schaut ihr YouTube? Ja. Wer ist denn für euch der schönste deutsche YouTuber? Boah, ich habe keine Ahnung, ehrlich. Was guckt ihr denn? Wen schaut ihr euch denn an? Lehrer Schmidt. Ja. Okay. Männliche YouTuber auch? Nee, selten. Die Frauen gucken natürlich super gerne Frauen-Content, ne? Weil wollen wir mal wissen, wer ist hier der Heißeste? Wo kann man denn mal vermitteln? Aber die Frauen schauen sich tatsächlich lieber Frauen an. Wir werden es noch weiter rausbekommen. Wie gesagt, Leute, drei von euch haben die Möglichkeit, die Black Collection von AMA Studios zu gewinnen. Also alle, die jetzt einen Kommentar unten in die Kommentare schreiben, nimm automatisch dran teil. Eine Woche läuft das Ganze, dann suche ich einen Gewinner aus. Vielen lieben Dank nochmal an die Jungs, Trimax, Amar, Alvaro. Schaut ihr YouTube? Ab und zu. Du? Ja, ab und zu. Du? Was ist das für eine Konstellation, ihr drei? Nee, das war jetzt nicht so gemeint, wie ihr das jetzt dachtet. Von meinem Freund, die kleine Schwester. Okay. Und von seinem Bruder, die Frau. Also meine Schwägerin. Dessen Tante, von deren Onkel. Die Mutter ist der Bruder von mir. Der schönste deutsche YouTuber. Boah. Du kannst schon mal nachdenken. Ich habe keine Ahnung, aber ich nicht so. Du bist noch nicht dran. Udo. Udo? Der Udo, ja. Welcher Udo? Von Temptation Island? Ja. Ich finde den echt, ja, der ist lustig. Das ist der, nee, warte mal, der schönste. Ihr habt die Frage nicht verstanden. Ich meine jetzt nicht der lustigste. Ja, ja. Ach so, ja. Das ist nicht hässlich. Nee, das habe ich nicht gesagt. Nee, nee. Der sieht halt nur nicht gut aus, aber hässlich ist er nicht. Boah. So, dann gehen wir nach Mexiko jetzt, komm. Der schönste Mexikaner. Kennst du das Getränk Mexikaner? Ja. Ganz lecker, ne? Nee, es ist nicht mexikanisch. Ach so. Juan Pablo Zurita. Perfekt, ja, habe ich auch abonniert. Oh, jetzt ist dir jemand eingefallen, ja. Eli. So ein, von Uri Geller, der Sohn. Nee. So viel YouTube gucke ich nicht. Ich bin dann eher TikTok. TikTok? Dann sind wir TikToker. Wer ist der Schönste auf TikTok? Mann. Zeig's auf meinen Kameramann. Du leidest an Geschmacksverirrung. Boah. Warum? Hast du den Manack gesehen? Nee. Danny Liedtke, sagst du. Hm. Frontal baust du dich hier auf? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Finde ich gut. Bubble Tea? Ja. Spontan in Köln. Einmal besuchen, einmal kindfrei. Muss man. Ach, Kind zu Hause gelassen? Nee, bei Oma. Abgegeben. Ja, einfach mal abgeben. Für 2 Monate? Was weg ist, ist weg. Dann kommst du wieder, ne? Ja. Wolltest du jetzt den Kameramann klären? Für das zweite Kind? Ich wollte ein Selfie machen. Ich glaube, für das zweite Kind ist mein Mann dann angepisst. Oh, perfekt. Da sollen wir das lieber nicht mit reinschneiden, ne? Das ist die Mama mit Tochter. Da bin ich ja tatsächlich bekannt für in der Szene mittlerweile, ne? Jetzt komme ich mal zur Mama. Die Tochter schaut YouTube-Videos. Ja. Mama luschert auch mal mit rein? Manchmal. Irgendeinen der netten Boys mal entdeckt, die vielleicht ganz gut aussehen? Ah, da hält sich jemand bedeckt. Wir fragen nämlich gerade, wer der schönste deutsche YouTuber ist. Ja, wer ist der schönste? Pietro Lombardi. Kennt ihn, Pietro Lombardi. Früher Musiker, heute YouTuber. Dann machen wir ein Selfie. Warte mal, jetzt macht nur die Mama ein Bild. Nein, sie ja auch, aber einzeln. Soll ich Oberkörper frei machen? Nee? Nein, jetzt ist auch mal, irgendwann ist auch mal genug, ne? Diese Churros, ne? Die sind so lecker. Der schönste auf YouTube? Montana Blackstep ist der YouTuber. Oh, Digga, was ist denn heute los? Oh, ich hab's ja gerade gezeigt, wer dreht denn hier seine TikTok-Videos? Ich habe ihn selber gar nicht erkannt. Ihr wart wirklich das sympathischste Pärchen, was ich jemals in meinen Videos habe. Ich blende das mal ganz kurz ein. Ey, das ist mittlerweile schon fast 4 Jahre her. Es geht eigentlich nur um die Frauen. Seid ihr ein Paar? Ja. Und seid ihr ein Paar? Ja. Wie lange seid ihr schon zusammen? Das passt ganz gut, pass auf. Wie stellen sich Frauen ihren absoluten Traummann vor? Und optisch? Also mein Traummann. Das ist eigentlich schlimm. Weil wenn du jetzt, pass auf, du müsstest einen Prominenten sagen. Irgendeinen Prominenten. Okay. Jamie Foxx. Leonardo DiCaprio in seinen jungen Jahren. Warte kurz. Leonardo DiCaprio? Ich dachte, das hier. Ja, Mann. Da hatte ich sogar noch Haare. Und ja, immer noch in der Friendzone. Das wollte ich gerade fragen. Ey, seid ihr immer noch? Ist irgendwas draus entstanden? Nein. Gute Freunde, sehr, sehr gute Freunde. Alle sehr, sehr. Ah, Digga, was heißt sehr gut? Wie gut ist die Freundschaft jetzt? Richtig gut. Ey, geil. Und du bist auf TikTok am Start. Ich verlinke das. Hier, ist unten verlinkt, unten in der Infobox. Ey, ihr habt mir so viel Freude gemacht. Danke. Ich habe das geliebt, das Video zu schneiden. Und die ganzen Leute haben es auch gefeiert. Ihr habt das jetzt mal gesehen. Ich habe es einfach mal mit eingeblendet, obwohl es mit dem Thema nichts zu tun hat. Aber das musste man nochmal mit reinhauen. Ey, nein, geil. Nein. Auf jeden Fall verlinkt. Checkt ihn gerne mal ab auf TikTok. Und ja, liebe Grüße an Olivia, hieß sie, ne? Genau, Olivia, ja. Olivia, ja, ey, ja. Beim nächsten Mal, wenn ich in Hamburg gute bin. Gute Freundin. Ja.
They see me rolling, they hating. Ja, Freunde, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich habe einfach mal die Damen gefragt, wer ist denn Deutschlands schönster YouTuber? Ich muss sagen, viele Frauen gucken, glaube ich, gar keinen männlichen Content und wenn, dann einfach nur wegen dem Unterhaltungsfaktor, so möchte ich es doch einfach mal sagen. So oberflächlich ist die Welt doch gar nicht, oder? Naja, schreibt gerne mal in die Kommentare, was soll ich denn als nächstes fragen? Egal, wie explizit die Frage ist, bald geht es auch mal wieder an die Playa de Palma, der Hausmeister muss mal wieder loslegen. Danke fürs Zuschauen, mein Name ist Marc Eggers. They see me rolling. Und vor allem, ihr könnt noch gewinnen, ne? Drei Leute haben die Möglichkeit, AMA Studios einfach nur einen Kommentar schreiben, AMA Studios auf Instagram folgen. Wir sind raus, danke an Danny Liedtke, ist auch verlinkt, hat mal wieder alles gefilmt. Abonniert den Kanal, wir sehen uns beim nächsten Video. Mein Name ist Marc Eggers, macht's gut, tschüss, ich bin weg. Ich bin raus.